Totgesagte leben länger. Das schwedische Unternehmen Neonode bringt mit seinem N2 endlich den Nachfolger des 2003 erschienenen, aber leider nicht besonders erfolgreichen N1-Mobiltelefons auf den Markt. Dieses Handy überzeugt durch seine extrem schlanken Maße von nur 14,7 mm Dicke und knapp 80 mm Höhe. Bedient wird das schicke kleine Gerät ausschließlich mit den Fingern, es gibt nicht einmal Softkeys, die man drücken könnte. Alleine Gesten reichen dazu aus, das gesamte Potenzial des Betriebssystems zu erschließen. Als System kommt wieder Windows CE zum Einsatz, die eigentliche mobile Variante Windows Mobile bleibt allerdings außen vor. Das gesamte System wurde von Neonode selbst entwickelt. Sehr schön sieht man hier, wie man das ganze System alleine durch Streichen mit den Fingern auf dem kleinen Touchscreen bedienen kann. Man verzeiht dem Winzling gerne, dass es auf aktuelle Höchstgeschwindigkeitsfunkmöglichkeiten wie HSDPA oder UMTS verzichtet. Dafür haben die Entwickler dem Gerät einen Gerätespeicher von über 100 MB mitgegeben und die Möglichkeit, es via MicroSD-Karten zu erweitern. Das ist doch ausgesprochen sinnvoll, denn die Hauptaufgabe des Neonode N2 besteht, wie bei vielen anderen Konkurrenten mit ähnlichen Bedienmöglichkeiten, darin, vor allem MP3-Files wiederzugeben. Die wählt man bequemerweise einfach über den integrierten Dateimanager an, drückt drauf und schon bekommt man ein neues Theme gezeigt, auf dem sich die Titel präsentieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Beeinflussung des Sounds, darunter ein Equalizer, verschiedene Visualisierungen und natürlich auch Coverarts. Dank MicroSDs passen bis zu 4 GB Speicher auf das Gerät, zumindest dann, wenn entsprechend große Speicherinhalten verfügbar sind. Mangels Windows Mobile Backend vermisst man natürlich auch die bekannten PIM- und Messaging-Funktionen des beliebten Betriebssystems für Smartphones. Dennoch gibt sich das Neonode N2 nicht gerade kleinlich, was die PIM-Funktionalität angeht. So kann man beispielsweise längere Texte über ein T9-basiertes Touchscreen-System eingeben, ähnlich dem beliebten Textpad bei gängigen Windows Mobile Devices. Außer auf MP3s und WMA-Files versteht sich das Neonode natürlich auch Wiedergabe von Videos. Klickt man ein Video an, schaltet das Gerät automatisch in die Breitbildansicht und man kann auf dem 176x220 Pixel großen Farbdisplay ganz bequem das Video betrachten. Ganz besonderen Wert legt Neonode darüber hinaus auf eine Spezialfunktion namens Web Radio Recording, für die man allerdings einen PC benötigt. Mit diesem Feature lassen sich Audio-Streams aus Internet-Radiostationen ganz einfach per Mausklick auf das Gerät beamen. Und Neonode hat es auch geschafft, dem N2 eine 2-Megapixel-Kamera mit auf den Weg zu geben. Bei diesen kleinen Gehäusemaßen sicherlich eine sehr respektable Darstellung.